So, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Warframe. Hatte ich mal lange wieder Lust drauf, Gameplay zu machen. Und steht auch was an. Was heißt anstehen, aber ich habe mal ein bisschen was zu zeigen. Ist auch schon wieder nicht richtig, aber ja, wir nehmen was auf. Ich zocke, ich laber Scheiße. Ihr guckt das und findet es entweder lustig oder nicht. Ich werde nämlich heute mal mit einer fast neuen Waffe spielen. Und zwar ist es die Grinlock. Die habe ich mir letztens bauen können. Wie ihr seht, ist sie immer noch nicht ganz fertig. Da will ich natürlich ein bisschen dran arbeiten, dass ich da noch ein paar Sachen reintreten kann. Hoffentlich kann ich es jetzt schon. Hier sind so meine Ausrüstungsteile, geteilte Kammer, ist klar, muss natürlich richtig was drin sitzen. Ein Feuer ist immer gut gegen Befallene. Was klingelt denn jetzt mein Wecker? Alles klar. Ich habe nämlich getestet, ob mein Wecker mich überhaupt zur richtigen Zeit weckt. Und herausgekommen ist, nein, tut er nicht. Er weckt mich immer zur falschen Zeit. Beziehungsweise er klingelt nicht dann, wenn er klingeln sollte. Aber das ist ja jetzt egal. So, Heulenfeuer habe ich drauf, weil ich die Waffe momentan hauptsächlich gegen die Befallenen benutze. Termitenpatrone, 60% Feuerschaden mal extra und 60% Startschock. Das ist ziemlich brutal. Und natürlich, der Schaden darf nicht fehlen. Gegen die Befallenen brauche ich jetzt keinen panzerdurchdringenden Schlag mich tot. Was ich aber drauf haben möchte, ist Durchdringer. Und zwar den hier. Und ich kann die endlich draufpacken, damit meine Feuerrate mal ein bisschen erhöht wird und die Kugel auch mal durch die Gegner hindurch geht. Weil das halt sonst immer ein bisschen kacke ist. So, ich spiele mit Nyx. Ist momentan der von mir meistgespielte Charakter. Also zur jetzigen Zeit, weil der ist halt gegen Befallen einfach Porno. Maschine. Maschine! Ja, die Grinlock habe ich dabei. Mal gucken, falls es ein Level gibt, wo die jetzt noch nicht One-Hit macht. Das gab's noch nicht. Habe ich immer noch die Zwillings-Gremlins dabei. Die machen alles kaputt. Und die Darkra, weil ich mich dann schneller nach vorne bewegen kann. So, für alle, die jetzt wissen wollen, läuft da für eine geile Mucke bei dem Hintergrund. Es ist Spotify-Liste. Da hat der Epic Music mich drauf gebracht, ein bisschen bei Spotify rumzugucken. Und da gibt es halt eine Metalcore-Playliste. Und da ist schon richtig kranker Scheiß drin. Ich hoffe nur, dass die Musik jetzt nicht zu laut wird, weil sonst gibt es nämlich nachher wieder Urheberrechtsprobleme. Gehen mir natürlich eigentlich am Arsch vorbei, aber es muss ja nicht unbedingt sein, dass das Video gleich wieder gesperrt wird. Deswegen gucken wir mal. Haben wir eigentlich hier Alarmierungsoperationen? Nee, ne? Dann machen wir halt das hier. Ausbruch, Befallene. Wo ist es? Ich glaube, hier war das, ne? Ja. Könnt etwas. Ja, eigentlich brauche ich ja hier Dings. Gibt es die hier auch? Ja, Polymerbündel. Damit ich mir nämlich eine zweite Waffe noch bauen kann. Die zeige ich euch dann im Anschluss. Da hat mich halt unter anderem auch der Moinsman auf aufmerksam gemacht. Mit dem spiele ich ja des Öfteren auch mal. Warframe ist immer bei meinen Livestreams dabei, kommentiert immer sehr fleißig. Also den sollte vielleicht schon mal irgendjemand unter meinen Videos gesehen haben. Und der hat halt damit gespielt, meint, die Waffen werden echt Porno. Und daraufhin habe ich mir sie dann instant gebaut in meinem Ein-Mann-Clan, weil da ist keiner drinne. Also wenn ihr noch einen Clan sucht, ihr dürft gerne beitreten. Dann kriegen wir die Waffen vielleicht auch mal ein bisschen schneller. Oder wir haben überhaupt mal Leute, mit denen ich hier ein bisschen spielen kann. Also wenn ihr noch einen Warframe-Clan sucht, ihr seid herzlich eingeladen in meinen. Schreibt mich dann einfach hier bei Warframe an. Könnt mir sowieso gerne auch eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann habe ich auf jeden Fall mal ein paar Gruppenmitglieder, weil es ist sonst immer ein bisschen langweilig hier. Und ja, eigentlich habe Dustin und ich den Clan ja zusammen gebaut, aber er will das Spiel nicht mehr spielen, weil es ihm angeblich alles zu fremd wurde. Weil Warframe ist klar, ein Spiel verändert sich in der Zeit. Gut, mir haben auch nicht jeder Patch gefallen, aber deswegen da so ein bisschen rumzuheulen, da fand ich eher doch schon ein bisschen, naja, kindergartenmäßig. So, da muss es leider einen kleinen Schnitt geben, weil ab und zu ist es echt so, dass ich im Warframe permanent übelste Ladezeiten habe. Ich verstehe es einfach nicht. Kann auch vielleicht daran liegen, dass ich gerade in der Aufnahme bin. Und ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dieses, hoppla, ach, du bist ja von mir. Dieses, na komm, sag schon. Shadowplay, genau, Shadowplay, damit wollte ich ja aufnehmen, aber das habe ich komplett gecancelt, weil das funktioniert einfach nicht. Da habe ich doch lieber bei der Aufnahme ein paar Ruckler, anstatt dass mir die ganze Tonspur verzogen wird. Weil das kann man nicht zurechtschneiden, weil das unterschiedlich sich verzieht. Da könnte ich einfach nur ausrasten. Was tust du denn jetzt hier? Und ich muss sagen, diese Playlist von Spotify, die ist richtig brutal, Alter. Schnauze. Oh. Wow, wo kommst du denn jetzt her?
Ja, war schon cool. Gut, die Feinde sind ja nicht sehr stark, glaube ich. Mann, ich sehe es nicht. Stufe 7. Oh nein, Eskimo Callboy. Hammergeile Band, aber leider von der GEMA mal extremst geschützt. Wie auch unter anderem daran liegen, dass es eine deutsche Band ist. Da scheißen wir erstmal drauf. Ich quatsch das einfach über. Zumindest versuche es so weit über zu quatschen, wie es mir möglich ist. Problem ist so, ich bin halt kein Gronk-Minecraft-Let's-Player. Hoppla, Quickscope. Haha. Weil der schafft es ja echt in seinen Let's-Plays permanent zu quatschen. Ich weiß gar nicht, wo er die ganzen Infos herkriegt, die er da manchmal raushaut. Aber, ja. Und mal alles mal lernen, ne? Grimlock übrigens, eine ziemlich geile Waffe, wie ich finde. Also sie macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen. Hat ein bisschen Eingewöhnungszeit gebraucht. Ah. Noch so einer. Aber mittlerweile komme ich damit richtig gut klar. Nur die Nachladezeit, die muss ich halt noch ein bisschen nachkorrigieren. Ist wieder aufgestanden, die wollte ich schon gerade sagen. Ja, jetzt ist ja hier Livestream, habe ich ja angekündigt. Ich weiß gar nicht, wann ich das Video schon noch raushauen kann. Und ich habe mir gedacht, ey, komm, nimmst du ein paar Videos auf, die kannst du mit zu Dennis nehmen. Und wenn ich bei Dennis dann bin, dann hätte ich was zum Hochladen. Weil mit seiner Leitung geht das halt alles viel, viel schneller. Nur leider glaube ich, dass wir den Livestream halt nicht ganze 4 Tage machen können. Unter den Umständen, dass ich jetzt halt keinen Urlaub gekriegt habe für Donnerstag, dafür auch für Freitag. Warte, einmal ganz kurz, warte ganz kurz. Bleib dran, bleib einfach dran. Hä, warum zieh ich die Waffen jetzt so? Wo war ich gerade? Genau, ich habe keinen Urlaub gekriegt, weil bei uns einer gekündigt wurde. Das kommt sehr selten vor, aber wow, FPS-Lag. Aber in diesem Fall war es halt leider so, dass er gekündigt wurde. Sehr, sehr schade, war ein richtig cooler Arbeitskollege. Ja, schade. Sehr, sehr schade. Ich will auch nicht eingehen, warum er gekündigt wurde, weil das interessiert euch erstens nicht, zweitens hat es euch nicht zu interessieren. Aber, tja, schade eigentlich. Deswegen hat der Meister gesagt, hier, Alter, noch einer, würden 4 Leute in unserer Abteilung fehlen. Und das geht halt überhaupt nicht. Schade, 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 schade. Boah, schon wieder die Waffe verrissen. So, verdammt. Mal gucken, wie wir das Wochenende machen. Ich werde meine Kamera natürlich mitnehmen. Und dann. Also viel filmen, wie es geht. Problem ist nur leider, im Dampferschott darf ich nicht filmen. Weil da gab es mal das Problem, dass sie da so ein. Hier, komm. So ein Hiwi da. Von der Zeitung hatten oder von was auch immer. Die wollten halt einen Bericht über die E-Zigaretten machen und ja, super, ich bin gestorben. Richtig geil. Und die haben dann ja gesagt, ja, zeig uns mal ein bisschen Laden, denn so Laden, jetzt habe ich gesagt, wie das so abläuft mit den Zigaretten und so weiter. Ja, im Endeffekt kam raus, die haben den Bericht genau umgedreht. Alles ins Negative, Lügen erzählt ohne Ende und seitdem darf man halt nicht mehr filmen. Klar vertrauen die uns da, aber ja gut, der Marktkettenführer sagt natürlich dann auch irgendwann, nee, Alter, nicht mit mir. Und so dürfen wir da halt nicht rumfilmen, aber das sollte eigentlich nicht so schwierig sein. Beim Stammtisch werden wir dann auf jeden Fall was am Laufen haben. Und sonst halt der Livestream einfach. Das sollte dann hinkommen. Ach, Mutter und Stürmtisch wieder rein. Lässt Türen wieder offen. Ja, wieder schwer begeistert. Und da läuft gerade ein geiles Lied im Hintergrund. Ich weiß jetzt nicht, welches das ist. Aber das soll uns jetzt hier nicht stören. Einmal, warte, ganz gut, bleib dran, bleib dran! So, da steht übelst darauf, ey. Einmal hier, einmal hier, einmal da, einmal da, einmal da und nachladen. Boah, was? Was? Jetzt los mit mir, ey! Übelst daneben geaimt, scheiße, scheiße. Okay, das nehmen wir noch mit. Ich wollte übrigens mal ein Video über das 13. Update machen. Bin aber nie dazu gekommen. Aber was heißt nicht dazu gekommen? Also ich habe ein Video gemacht. Mit Charakteren und allem drum dran. Habe mir natürlich extra das Pack dafür gekauft.
Aber ich fand das Video am Ende nicht so gut. Deswegen habe ich es einfach komplett wieder gelöscht. Mal gucken, ob ich es nachhole. Aber ich glaube ja nicht. Sei natürlich das heißt, ja doch, doch, mach das, dann mach ich das. Aber sonst, ne. Kein Bock drauf. Schon wieder daneben. Hoppala, sorry. hier ist nichts mehr. Was? Hier will einer Stress, das höre ich. Da. Der wollte Stress. Ich glaube, ja, Geld fallen gelassen. Wunderbar. Jetzt habe ich den Faden verloren. Langsam. Ich quatsche mich echt schnell aus, ey. Das, ich muss mir echt mal so ein paar Themen zurechtlegen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer natürlich gerne. Obwohl, ich muss mir selber mal Team überlegen, aber mir passiert halt so wenig. Ich kann von der Arbeit erzählen, aber wer möchte gerne sich ein YouTube-Video angucken, wo einer darüber erzählt, wie es bei der Arbeit abläuft, ne? Kommt eher nicht so geil. Ne, da ist nicht. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da. Doch, hier. Jump! So, hätten wir das schon mal erledigt. Falls ein... Oh, nix, Blaupause brauche ich nicht. Kann ich auch verkaufen. Ich hatte mal 1 Million Credits und bin bei 100.000 wieder angelangt, weil ich mir viel zu viel Scheiße kaufe. Für die, die es nicht interessiert, sage ich es jetzt trotzdem. Ich habe mir ein neues Liquid für die E-Zigarette zusammengestellt. Aus Kirsche, Riptide und ein bisschen Menthol. Das ist so eine 50-50, also nee, so 45-45-10 Mischung. Das schmeckt übelst gut. Nur Kirsche ist scheiße, aber das ist schon... Lecker, oh nein. Oh nee, Alter, geh weg, Mann. Die haben den Stalker übrigens gepatcht. Der war ja vorher die übelste Lachnummer. Aber mittlerweile wird der einem echt gefährlich. So, das ist die Waffe, die ich mir jetzt machen möchte. Die Marlock. Das Problem ist nur, mir fehlen dafür Polymerbündel. Und ich dachte mir so, ey, Alter, komm, du hast da noch Platinum. Gieß einfach mal hier rein und kaufst du die Rohstoffe. Ja, geh mal hin, wo sind sie denn? Na, Rohstoffe hier, ne, das ist Schlüssel, hier Komponenten. So, hier sind die. Polymerbündel. Kosten 30 Platinum, 300 Polymerbündel. Und dann habe ich aufgelegt. Das ist viel zu viel. Dark Sector befallene Überleben. Ey, wollen wir das mal machen? Komm, machen wir. Machen wir. Überleben. Oh, ist das geile Mucke, Alter. Schiene aufstellen. Du kannst deine Solarschiene aufrenken und Kontrolle über das Gebiet zu erlangen. Alleine eher ein bisschen doof. Nee, machen wir komplett alleine hier.